Hallo Leute, willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind hier immer noch in der Vampirhöhle, in der Höhle des Unsichtbaren. Und ja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Erstmal seltsamen Schmuck mitnehmen. Ja, kann man immer mal gebrauchen, kann man irgendwie auf dem Trödelmarkt abgeben. Nach oben. Seltsam. Beziehungsweise bei einem Händler. Ein Megaskop. Notizen des Magiers. Aha. 2 Stunden nach der Ankunft. Das Megaskop lässt sich nicht starten. Ich bin wohl zu weit unter der Erde, um mit Banhart sprechen zu können. Also muss ich ohne weitere Konsultationen mit den höheren Vampiren kommunizieren. Ich beeile mich besser. Ja, den Magier haben wir immer noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ein Megaskop kaputt. So, dann gehen wir mal weiter. Krasse Scheiße. Ich glaube, hier wäre es jetzt nicht so gut, runterzugehen. Weil wir müssen ja höher, ne? So. Was müssen wir denn hier machen? Das Wasser steigt nach oben. Das ist ein wenig kurios. Okay, Geralt, dann wollen wir auch mal hoch, ne? Was ist denn jetzt hier los? Uiuiui. Und das mit einer VR-Brille, das wäre ganz schön ekelhaft geworden. Die Schwerkraft steht Kopf. Sie zieht mich nach oben. Oh Mann, wie sieht das denn hier aus? Heftig. Oh, hier ist eine Kiste. Boah, was ist das denn für eine geile Rüste? Das ist eine geile Rüstung. Hengeid-Rüstung und Hengeid-Stiefel. Alter, die müssen wir mal anziehen. Das sieht bestimmt ziemlich cool aus. Und vor allen Dingen, wie viel Rüstung hat die? 280 und 107. 250 und 87. Alles klar, Leute, hat sich erledigt. Nehmen wir das. Ja, das sieht ja heftig aus, ne? Die Hose sieht scheiße aus dazu, aber wo die ist, keine Ahnung. Die muss doch hier bestimmt auch noch... Oh, was ist das? Ah, wieder so ein Prototyp. Oh nein. Hier muss doch noch irgendwas sein. Oh, ich bin überlastet. Scheiße. Ah, muss ich irgendwas abwerfen? Oh, wir haben auch deutlich viel. Dann gucken wir mal kurz in die Rüstung am besten rein, ob wir irgendwas loswerden können. Irgendwelche Stiefel oder so, die wir nicht brauchen. Die will ich behalten. Ah ne, so. Die gehen weg. Immer noch ein Kilo zu viel. Ach du Scheiße. 2 Hosen haben wir hier. Ah, Toussaint, Herzogsweste, Hauptmannsrüstung. Hose, die hat 87 Rüstung, die hat 77, alles klar. Gut, nehmen wir die doch mal. Die werfen wir die weg? Ja, die werfen wir weg. Ey, immer noch überlastet, scheiße. Okay, wir haben ja auch einige Handschuhe. 77 Rüstung, 93 Rüstung. Oh. Dann nehmen wir mal die hier weg. Und wir haben wieder ein bisschen was, aber wir brauchen noch was. Also wir müssen hier, glaube ich, was von dem Kram mal irgendwie wegschmeißen. Alter, was sind das hier? Antike Münzen, Plunder. Wie viel weg? Tun wir mal. 30 weg. Das bringt uns gar nichts. Das bringt uns wirklich gar nichts. Hatte ich mir irgendwie schon fast gedacht. Was könnte man noch wegschmeißen? Irgendwas von der Rüstung noch mit Sicherheit. 225 Rüstung, 235 Rüstung, 250 Rüstung, 205 Rüstung. Wir laufen hier einfach mit so viel Rüstung rum. Mann. Ja. Die kann weg, genau. Die kann...
163 von 70, das reicht erstmal. Damit können wir wieder rennen. Wir sollten noch mal uns natürlich noch ein paar Steinchen drauflegen. Auf unsere Rüstung. So, was tun wir da mal rein? Ich nehme jetzt einfach mal Axi. Ja, Axi. Brauchen wir eigentlich weniger, oder? Art brauchen wir noch weniger. Das tun wir rein hier. Wobei, Axi tun wir auch mal mit rein. Und Erden brauchen wir noch weniger. Viel, viel weniger. Wir brauchen natürlich brauchen wir Axi, ist ja klar. Quenglyphe, ja. Quen brauchen wir, das ist doch klar. Dann nehmen wir jetzt auch mal für die Stiefel nehmen wir noch mal was. Dann nehmen wir für die Stiefel die Igniglyphe und die Axiglyphe. Für die Hose nehmen wir eine Igniglyphe. Alles klar. Und los geht's. Ach nee, da wollten wir ja nicht lang. Lalalala. Ja, aber dass wir hier keine Hose davon haben, das ist natürlich ein bisschen schade. Die muss doch hier noch irgendwo sein. Okay, hier sind Schritte, aus welchem Grund auch immer. Aber hier geht's, denke ich mal, nicht lang. Alles klar. Ah ja, hier. Ja, Geralt. Ich suche jetzt immer noch diese Hose. Aber finden tue ich sie nicht. Und da unten glaube ich nicht, dass sie ist. So. Dann mal hier rüber. Oh ne, und da haben wir schon den Verrückten. Ach du Scheiße. Und wir haben nur eine verbesserte Schwalbe. Oh, das Viech ist doch kacke. Aber wir müssen darüber. Das Wasser fließt zur anderen Seite. Ob es mich dahin trägt, das hätte er nicht überleben können. Er hatte keine Chance. Oh. Oha. Stufe 47. Ah, da hat er mich. Scheiße, Quen. Hallo. Ups. Dieses Scheißvieh verträgt einfach ordentlich was. Nicht, dass uns hier wegstößen. Das ist natürlich auch ein echt, echt kleines Areal, in dem wir hier uns bewegen. Weil, wenn wir ausweichen hier, ja, dann kassieren wir sofort von diesem Scheißvieh was. Boah. Boah, Hilfe, schnell weg. Alter. Lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt ist er, liegt er doch bald, das Scheißteil. Jetzt. Oh, endlich, endlich. Puh. Antike Münzen und seltsamer Schmuck. Also wir werden gleich wieder überlastet sein. Oh, ich glaube, das war der Magier. Vielleicht sagt der mir. Okay, Leute, ich lese es jetzt nicht vor. Ihr müsst es euch also angucken. Ich scrolle gleich mal runter. So. Ein Opfer für den Unsichtbaren. Verflucht, das wäre nützlich. Kantate. Na, immer noch nicht überlastet? Das gibt's doch gar nicht. Dann gucken wir doch gleich mal. So, die Kantate. Oh, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tja, das war's wohl für unser Manticore-Silberschwert. Die Kantate ist um fast 100 besser. Und da können wir wieder was raufpacken, Leute. Taumeln ist immer gut. Nehmen wir mit. Vergiften ist auch gut. Und Zeichensensitivität. Rüstungsdurchbohrung. Einfrieren ist auch immer gut. Super.
Oh, da haben wir... Das muss das Opfer für den Unsichtbaren sein. Okay, damit wir hier auch wieder rauskommen, ne? Also, weil das ist ja jetzt nicht gerade leicht. Wenn ich das dem Unsichtbaren gebe... Vielleicht lässt er dich immer... Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Das Viech hat ja nicht gerade... War ja nicht großartig verhandlungsbereit. Aber wie kommen wir jetzt hier runter? Also, okay, da fließt das Wasser runter. Das heißt... Ja, ich glaube, da müssen wir runter. Ja, und hoch geht's. Also runter, beziehungsweise hoch, sagen wir es mal so. Hey, was ist denn hier los? Hey, 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 hey. Boah. So, jetzt sind wir wieder an dem ursprünglichen Ort. Jetzt müssen wir einen Weg zum Ausgang finden, also, normalerweise müssten wir doch hier hochkommen. 100 Pro. Was können wir hier untersuchen? Ein Wasserfall. Fällt nach oben. Was ist hier los? Was ist hier los? Das, ey, hallo, du weißt genau, was hier los ist, weil du hast gerade nämlich den Wasserfall nach oben genommen. Oh, ich glaube, wir haben uns vertan. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal da lang. Scheiße. Scheiße, scheiße. Kommen wir da hoch? Hier kommen wir nicht durch. Oh, ich glaube, wir müssen mal den ganzen Weg nochmal nach oben rennen. Oh nein. Ach du Scheiße. Den ganzen Weg nochmal nach oben. Das ist ein bisschen was zu gehen. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Oh, ach du Scheiße. Hallo. Oh, weg hier, los. Alter, was wollen die denn hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Drei Stück? Boah, der lässt mich jetzt auch nicht mehr in Ruhe, ne? Hm. Das war, glaube ich, die falsche Abbiegung. Gibt's da noch was zu holen? Es macht keinen Sinn, mit so einem zu kämpfen. Überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht auf diesem Terrain. Da haben wir nicht den Hauch einer Chance. Kommt der runter? Kommt der runter? Nee, der traut sich nicht runter. So, jetzt können wir wieder Quen nehmen. Ich glaube, den kriegen wir noch hin, aber die anderen. Einfach draufhalten, einfach draufhalten. Und immer wieder Quen nehmen, weil so kriegt er uns nicht hinüber. Komm hoch hier, los Geralt. So. So, okay, der erste liegt schon mal. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie ein Zusatz ist, was wir hier, Hallo, Geralt, geh einfach hoch hier. Super. Ob wir da einen Zusatz kriegen oder so? Ich habe keine Ahnung. So, der nächste bitte. Komm. Hallo. Oh, das sind zwei. Ach du Scheiße. Alle beide auch noch. Na, super. Bist du hässlich. Also ich hoffe, ihr bleibt hier oben. Also gegen zwei ist ja schon ein bisschen scheiße. Hilfe, 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 ey. Ich muss mal kurz hier hoch. Versuchen wir die von unten zu hauen, das ist auch geil.
Ah, mich kriegen sie nicht. Das ist ja richtig stark. Hallo, komm mal her. Oh, nein. Ich habe bestehe hier in einer nicht so günstigen Position. Wenn ich das mal so anmerken darf. Aber vielleicht kann mir hier was klauen. Was ist denn hier? Muss doch irgendwas sein, Leute. Aha. Mach das Ding auf. Mach die Truhe auf. Hallo. Oh, ey. Ist wieder ein Bug hier drin, oder was? Ich kann diese scheiß Truhe nicht aufmachen. Na, danke sehr, Alter. Danke sehr. Ach, komm. Du Mistvieh. Der haut mich hier gleich um. Oh, und jetzt kommt der nächste. Darf ich das aufmachen? Ich darf das erst aufmachen, wenn ich die gezwungen habe, ne? Oh oh, oh oh. Alter, lass mich in Ruhe. Oh Mann. Jetzt darf ich es doch endlich mal aufmachen, oder? Jetzt darf ich es offen. Boah, die Handguide-Maske und die Handguide-Hose und wir sind überlastet, aber das ist mir scheißegal. Boah, Alter, ich wusste genau, dass wir da wahrscheinlich was finden werden. Oh yeah. Jetzt sind wir voll ausgerüstet. Jetzt können wir den ganzen Scheiß tragen. Gut. Alles klar. Und die Hose haben wir auch noch. Wie sehen wir denn aus? Buh. Guten Tag. Ich bin der Geralt. Wir sind aber überlastet. Das heißt, wir müssen irgendwas wegschmeißen. Was können wir denn am besten wegschmeißen? Viel haben wir nicht mehr zum Wegschmeißen. Ich muss schon fast, ja. Ja, ja. So, weggeschmissen und wir können wieder weiter. Diesmal mit Maske. Und es grummelt und grummelt und grummelt vor sich hin. Puh, das war jetzt echt heftig, Leute, oder? Gegen diese drei Prototypen da. Diese Proto-Flatterer oder wie die heißen. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sind jetzt zwar nicht so weit gekommen, aber dafür haben wir eine richtig coole Rüstung bekommen. Ich vermute vielleicht sogar die beste im Spiel, wer weiß. Jedenfalls sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg in dieser Quest, hoffe ich zumindest. Und ja, dann verabschiede ich mich mit einem Wasserfall hochgehen und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 3. Blood and Wine. Und Geralt sieht natürlich wieder voll hammerhart aus mit seiner coolen Maske.